Schön, dass du wieder dabei bist bei deinem Podcast Erfolgreich Glücklich Sein. Hier ist Christina und Walter von Herz über Kopf, deinem Podcast, der dich dabei unterstützt, in dein ganzes Strahlen, in dein Potenzial und in die Erfüllung deiner Herzenswünsche zu kommen. Und wir wollen heute wieder eine weitere Zuhörerfrage beantworten, die wir auch wieder total spannend finden. Und zwar schreibt sie: Wie kann ich lernen, den Moment so wie er ist zu genießen? Ich ertappe mich beispielsweise oft dabei, in einem schönen Moment, nehmen wir mal an, ein schöner Sonnenuntergang auf dem Balkon, diesen nicht voll zu genießen und bewusst wahrzunehmen, weil ich darüber nachdenke, wie, wo, mit wem dieser Sonnenuntergang noch schöner sein könnte, als er jetzt gerade eh schon ist. Habt ihr Tipps, wie man lernen kann, dieses ständige Nachdenken über Optionen zu verringern? Ja, spannende Frage, und ich glaube, da geht es dir wie einigen Menschen, und zwar ganz speziellen Fixierungen im Enneagramm, die genau dieses Thema haben, dass immer das Gras grüner sein könnte oder vielleicht woanders grüner wächst als im eigenen Garten. Und auch so das Thema Perfektionismus. Also ich glaube, das ist vielen von uns sehr, sehr geläufig. Und das Erste, was man dabei wirklich erstmal schaffen muss, ist überhaupt mal wahrzunehmen. Weil viele Menschen sind überhaupt noch voll eben in diesem Muster total eingeschlafen und funktionieren einfach darin. Also wenn ich mich erinnere, so vor vielen Jahren, als ich auf Fuerte gelebt habe, da habe ich das gar nicht bewusst wahrgenommen, sondern ich habe erst im Nachhinein gelernt wahrzunehmen, oh, ja, da bin ich wieder im Überlegen, da versuche ich wieder das einfach in meinem Muster irgendjemand recht zu machen oder versuche zum Beispiel, wie du jetzt beschreibst, ja, mir zu überlegen, boah, eigentlich ist es schön, aber woanders könnte es schöner sein oder ich bin nur hier, weil, und lauter solche komischen Grübelfragen. Und insofern, ja, wie kommt man dahin? Erstmal aufwachen. Aufwachen, und das hast du schon geschafft, du bist überhaupt bewusster als vorher, du merkst es schon, du ertappst dich dabei, und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, um überhaupt etwas zu verändern. Ja, und ich muss wirklich sagen, ich liebe diese Frage, weil ich tatsächlich auch glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen interessiert und dieses Thema sehr viele selbst auch kennen. Und ich möchte wie immer auch ein bisschen den Druck nehmen. Dieses im Hier und Jetzt sein und in diesem Moment und ihn voll und ganz zu genießen, ich glaube, das ist so eine lebenslange, liebevolle Übung, die wir alle machen dürfen. Und ich glaube, das gelingt niemandem dauerhaft und permanent und immer auch so intensiv, sondern das ist wirklich etwas, was wir immer mehr zulassen dürfen. Und das braucht einfach ein bisschen Hingabe und Übung und vor allen Dingen auch wieder dieses sich selbst so akzeptieren, wie man ist. Und Walter hat es ja schon angesprochen, die Fixierung der 4 ist beispielsweise eine der Fixierungen, die immer das Gefühl hat, es könnte jetzt gerade woanders noch schöner sein oder verpasse ich vielleicht was. Und die Fixierung der 4 kenne ich auch sehr gut. Das heißt also, auch mit diesem Thema bin ich ziemlich vertraut. Und bei mir hat sich das gelegt tatsächlich auch wieder dadurch, dass ich es einfach erstmal wahrgenommen habe, so wie Walter ja schon gesagt hat, und dann eben losgelassen habe. Das heißt, hier kann man wunderbar üben, loszulassen und einfach anzunehmen, immer mehr, dass das Leben es so gut mit uns meint, dass es uns gerade diesen Moment schenkt und der, so wie er ist, schon perfekt ist. Und was mir da immer auch hilft, ist mir klar zu machen, dass es ja nicht der letzte Sonnenuntergang ist, den ich erlebe. Und dass es erstmal eine schöne Übung sein kann, ihn hier und jetzt für einen klitzekleinen Moment tatsächlich auch zu genießen. Und das übe ich dann, aber liebevoll und nicht unter Druck und Zwang und Perfektionismus von, es muss jetzt aber auch wirklich genossen werden, weil das ist ja schon wieder das Gegenteil von dem, was wir ja eigentlich wahrscheinlich alle so im Leben irgendwie anstreben, nämlich innerlich ankommen, loslassen, sich hingeben, vertrauen und einfach den Moment mal so sein zu lassen, wie er ist. Und diese Grübeleien, glaube ich, sind immer auch eine Ablenkung. Das heißt, da versucht dir dein Kopf oder das Ego so ein bisschen ein Schnippchen zu schlagen und versucht dich irgendwie wegzuziehen von dem, was gerade ist. Das heißt, eine Übung kann wirklich sein, den Kopf ruhiger werden zu lassen. Und wie kann man das jetzt natürlich machen? Wie kann man den Kopf ruhiger werden lassen? Das ist ja eine Übung, die quasi jeder Buddhist oder jeder Mönch oder alle eigentlich im Leben immer wieder auch anstreben, ne? Ja, indem du tatsächlich die Aufmerksamkeit auf den jetzigen Moment richtest, heißt also auf alles, was du jetzt wahrnimmst, inklusive auch der Gedanken, die gerade da sind, die du auch wieder ziehen lässt, und dann alles wahrnimmst, was jetzt gerade ist. Also
Zum Beispiel, du guckst in den Sonnenuntergang, nimmst die Wärme der Sonne wahr, spürst sozusagen auch die Helligkeit der Sonne in deinen Augen, nimmst das Rauschen des Windes in den Bäumen wahr. Du bist also in dem Moment, wo du alles auf die Sinne richtest, wirklich jetzt da. Und da ist es gar nicht so einfach, wieder anzufangen zu grübeln, wenn du wirklich dich konzentrierst auf alles, was jetzt gerade ist. Und das sind tatsächlich immer die Dinge, die du mit deinen Sinnen wahrnehmen kannst. Du könntest zum Beispiel auch Kälte, Wärme wahrnehmen. Du könntest den Untergrund unter deinen Schuhen oder Füßen, unter dem Hintern, wenn du auf einer Bank sitzt, oder wirklich wahrnehmen. Du könntest die Berührungen des Grases wahrnehmen, wenn du gerade so mit der Hand drüber streichst. Und wenn du das für 3, 4, 5 Minuten wirklich praktizierst, wirst du merken, die Gedanken kommen nicht mehr hinterher. Das Ego hat nicht mehr diese Kraft. Und du kannst durch diese ganz, ganz einfache Übung wirklich auch plötzlich viel detailgenauer wahrnehmen. Wenn man zum Beispiel das Kräuseln des Windes auf dem Wasser wahrnimmt, dann siehst du vielleicht jede kleine einzelne Welle. Oder du läufst durch den Wald und siehst jedes kleine Blatt. Also wirklich so ganz detailgenau wahrnehmen, was jetzt gerade ist. Und das hat mir immer sehr, sehr geholfen, wirklich aus diesem Grübeln rauszukommen und aus dem, gerade in der Zeit, als ich auf dem Jakobsweg war, wo ich wirklich nur gegrübelt habe, als ich damals meine Beziehungskrise hatte mit meiner Ex-Frau. Damals hat mir das so geholfen, wirklich die Aufmerksamkeit auf den jetzigen Moment zu richten. Und es hat wirklich geholfen. Selbst wenn ein Flieger wie jetzt hier drüber fliegt, könntest du die Aufmerksamkeit einfach auf dieses Geräusch richten, das langsam weniger wird. Und was ich halt ganz faszinierend finde, ist, dass wir uns eigentlich perfekte Momente ja in solchen Momenten schnell selbst kaputt machen durch unsere Gedanken. Und in dem Moment, wo mir das auch klar wird, dass ich das jetzt gerade selber mache mit meinen Gedanken, habe ich schon wieder die Macht über das, was geschieht. Das heißt, ich fühle mich nicht mehr so ohnmächtig und ausgeliefert und hänge dem hinterher von wegen, ach, es könnte jetzt aber doch hier und hier oder da und da noch schöner sein oder wenn doch jetzt nur der und der an meiner Seite wäre, dann wäre es bestimmt noch besser. In dem Moment hole ich mich zurück, mache mir klar, dass es nur mein Kopf ist, nur mein Ego und dass es mich eigentlich selbst nur davon ablenken möchte, das jetzt mit all meinen Sinnen zu genießen. Und in dem Moment, wo du das tust oder vielleicht übst, geht es schon wieder weg. Das heißt, dann kannst du diese Gedanken, die da kommen, auch schon wieder ziehen lassen. Wichtig ist, glaube ich, jetzt diesen Moment immer mehr zu beobachten und diese Übung einfach wie so eine liebevolle, hingebungsvolle Übung für dich zu nutzen. Und zwar immer und zu jeder Zeit. Weil das ist letztlich das, was wir das alte und das neue Ich auch nennen. Ne? Das neue Ich, das weiß schon, ich mache das selbst, das weiß schon, das sind nur meine Gedanken. Und das alte Ich hat natürlich manchmal noch ziemlich viel Kraft, weil wir das auch wirklich sehr, sehr lange trainiert haben. Und zieht uns dann vielleicht tatsächlich auch weg, raus aus unserer Mitte, weg von uns selbst, hinein in irgendwelche Gedanken von Mangel, von ich habe nicht genug oder es ist nicht schön genug im Leben oder es könnte noch schöner sein. Denn das ist ja auch eigentlich nichts anderes als vielleicht eine alte Programmierung von Mangel, von es ist nicht gut genug. Und da wieder rauszugehen und sich ganz bewusst zu machen, wer will ich eigentlich wirklich sein? Und wie will ich das Leben genießen und wie will ich es erleben, kann schon wieder reinführen in die Energie des neuen Ichs. Und in dieser Energie kannst du dann einfach genau diese Übung machen, jetzt zu riechen, zu schmecken, zu fühlen, was sich gerade zeigt. Ja, außerdem könntest du dich auch fragen, was könnte denn eigentlich noch schlechter sein? Also es könnte zum Beispiel regnen beim Sonnenuntergang oder es könnten 50.000 Leute um dich herum mit Kameras klicken oder. Und du merkst, wow. Hier gibt es so viel, wofür ich eigentlich auch dankbar sein kann. Weil Dankbarkeit ist einfach ein ganz, ganz großer Schlüssel. Das heißt also, das nächste Mal, wenn du dich dabei ertappst, wo du sagst, naja, da ist noch eine Wolke. Ja, es könnte komplett bewölkt sein. Oh ja, das ist eigentlich ganz geil so. Ja. Und schon merkst du, okay, es ist immer alles eine Sache der Perspektive. Und es gibt ja auch Menschen, die alles immer besonders positiv sehen. Und das ist vielleicht auch immer so, dann die treffen vielleicht manchmal auch mehr auf Menschen, die eben viele Sachen auch negativ sehen und schon gleicht sich das so ein bisschen aus. Der eine, ja, der bringt den anderen ein bisschen mehr in die Realität, wo er sagt, ja, es ist nicht nur alles Sonnenschein, sondern es gibt manchmal auch Probleme und der andere, ja, wird auch mal wieder ins Positive zurückgeholt. Nein, es ist keine komplette Katastrophe, sondern es ist einfach, wie es ist. Und ich glaube, das ist eins der wichtigsten Dinge, die wir auch in unserer Arbeit in der liegenden 8 machen, dass wir immer schauen, was ist denn eigentlich jetzt und
alles, was da ist, darf jetzt einfach so sein. Und in dem Moment, wo du das, was da ist, da sein lässt, dann kannst du es loslassen. Das hast du ja gerade auch schon so schön gesagt. Das ist also etwas, was wirklich einfach nur Raum braucht. Selbst wenn du den Gedanken hörst, oh ja, es könnte schöner sein, okay. Ja, und ich lasse ihn ziehen und darf da sein. Wenn du dagegen ankämpfen würdest, wenn du sagst, nein, ich will diesen Gedanken nicht denken, dann wird er immer schlimmer und schlimmer. Das heißt, es ist auch so ein bisschen die Übung, das anzunehmen, was gerade ist. Und darin auch ein Stück weit zu vertrauen, dass es richtig ist. Und dass es schon seinen Sinn haben wird, dass du jetzt genau diesen Sonnenuntergang auf diese Art und Weise erlebst. Und ich glaube, es ist immer eine Übung für uns alle, jetzt anzunehmen, was gerade ist, auch wenn es mal lauter ist oder nervig ist oder nicht so ist, wie wir es uns wünschen würden in unserer Vorstellung. So ist es, glaube ich, immer wieder eine gute Übung, einfach das so zu nehmen, wie es gerade ist, weil es gerade so ist. Und das scheint dann schon auch seinen Sinn zu haben. So wie dieser Podcast jetzt, der nicht perfekt ist, weil sich alles bewegt hier, weil es laut ist, weil Flieger über uns rüber donnern. Aber er ist jetzt einfach so, wie er ist. Oder? Ja. Teilweise herausfordernd anzunehmen, aber manchmal ist es dann so. Denn du bist eine? Ein Perfektionist, eine Eins. Im Enneagramm ein Mensch, der ja immer die Dinge sieht, die jetzt gerade nicht perfekt sind. Und der es halt eben immer gerne perfekt hätte. Und dann ist nicht perfekt echt eine Herausforderung. Genau. Und wie willst du glücklich werden, wenn du immer wartest, bis es perfekt ist? Das wird also nicht passieren. Und was ist überhaupt perfekt? Was ist perfekt? Perfekt gibt es nicht. Das ist ja so die Illusion, die manchen Menschen dann eben auch so hinterherhängt, dass wir immer glauben, es müsse erst perfekt sein, bis wir das und das genießen können. Und letztlich ist es auch nur eine Strategie vom Kopf, die uns davon abhält, schon jetzt absolut zu genießen, anzukommen und alles genauso eben auch ja, sein zu lassen, wie es ist. Und natürlich haben wir immer einen hohen Anspruch. Wir wollen dir möglichst viel und gut etwas weitergeben. Aber diese Podcasts, die wir jede Woche machen, die machen wir immer an anderen Orten, wenn wir unterwegs sind, aus Hotelzimmern, aus der Natur und ja, auch aus unserem Urlaub heraus. Insofern, es ist einfach, wie es ist. Und genau dieser Podcast ist vielleicht auch eine Folge, die für uns gut ist, dass auch wir unsere ja, hohen Ansprüche manchmal etwas herunterschrauben und diesen Podcast jetzt einfach so genießen. Genau das tun, was wir gerade selber erzählt haben. Was manchmal gar nicht so einfach ist, ja, weil wir erzählen natürlich viel und das heißt nicht immer, dass wir alles immer so hinkriegen, oder? Definitiv nicht. Und ich fand die Frage deshalb auch so klasse, weil es natürlich wirklich etwas ist, was jeden Menschen irgendwo, irgendwann, irgendwie beschäftigt. Und es ist, glaube ich, auch noch niemand auf dieser Erde, der das immer und perfekt kann. Wenn ein Mensch, glaube ich, mal so 1, 2, 3 oder 5 Minuten im Jetzt ist und dabei wirklich mit allen Sinnen genießt, dann ist das schon wirklich was Besonderes und durfte wahrscheinlich lange Zeit auch trainiert worden sein, könnte ich mir vorstellen. Und ich glaube, es ist sowieso bei jedem Menschen wie so eine Art Ausgleichssystem, also wie so ein Boot. Wir erzählen ja immer von unserem Boot, dass auf der einen Seite, wenn du ganz außen sitzt, dass du natürlich dich mehr in die Mitte hin entwickeln darfst. Das heißt also, der Perfektionist darf einfach auch mal 9 gerade sein lassen und etwas nicht Perfektes abliefern. Und der immer alles total Larifari macht, der darf mal schauen, ob er es nicht ein bisschen besser und perfekter hinkriegt. Warum? Er kommt von der anderen Seite in die Mitte des Bootes und so merkt man, ah, okay, ich kann mich immer in die Richtung entwickeln, die ich noch nicht so, ich sag mal, in mir trage. Wenn ich also ein Perfektionist bin, dann brauche ich mich nicht noch perfekter zu machen, weil es einfach nicht funktioniert. Weil der Perfektionist, wenn er in sein Leben schaut, höchstwahrscheinlich an allen Ecken und Enden schon bis zum Gehtnichtmehr optimiert hat, hat also seine Listen und sein Dies und sein Das, aber vielleicht ist es genau da dran, mal die Liste wegzulegen und eben so einen Podcast eben auch von wo ganz anders mal zu machen. Denke ich auch. Also ich glaube, es sind alles letzten Endes nur solche Strategien unseres Kopfes, die es uns schwer machen. Und wenn wir die immer mehr loslassen können, dann sind wir genau auf dem richtigen Weg. Und egal, was es für eine Strategie ist, die uns von uns selbst ablenkt und davon einfach zu genießen, ist es vielleicht genau jetzt die Zeit auch immer mehr mit so einem liebevollen auf sich draufschauen zu beobachten, was gerade geschieht. Auch mit so einer Hingabe und so einem Loslassen und mit so einer gewissen Leichtigkeit auch, weil alles eben auch nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde, wie meine Oma immer zu sagen pflegte. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Hinweis, dass man das nicht so ernst nimmt und dass man auch
diesen Gedanken nicht so ernst nimmt, wenn er kommt. Es könnte perfekter sein, es könnte schöner sein, vielleicht verpasse ich gerade etwas. Und dieses Gefühl, etwas zu verpassen, das wird sich, glaube ich, immer mehr dann legen, wenn man bei sich angekommen ist. Und immer mehr noch bei sich angekommen ist, dann ist dieses Gefühl eben nicht mehr so deutlich und intensiv vorhanden, etwas verpassen zu können, weil man einfach, ja, dieses innerliche Angekommensein hat. Und das wünschen wir dir sehr heute, dass du heute mal diesen Tag nutzt, um innerlich bei dir anzukommen. Und wenn du nur für eine Minute bei dir ankommst. Ist schon mal was. Ja, oder für fünf. Wenn du dich irgendwo hinsetzt, so unperfekt wie es ist, auf irgendein Stück Rasen schaust oder Park oder See oder was auch immer dich umgibt und einfach mal alles wahrnimmst, was du wahrnehmen kannst. Also eine ganz tolle Übung, heute mal in die Natur zu gehen und wirklich wahrzunehmen, was ist gerade da? Welches Detail kann ich mit meinen Sinnen wahrnehmen? Und du wirst merken, wenn du das 5 Minuten gemacht hast, hast du an nichts mehr gedacht, wenn du es richtig gemacht hast. Garantiert, wenn du es perfekt gemacht hast. Was ich dir nicht wünsche. Also ich wünsche dir ab und an mal so eine Gedankenwolke, die auch schnell wieder weiterzieht, weil du dich dafür entscheidest und dir immer wieder auch klar machst, dass es da sein darf, dass es normal ist, dass wir alle das haben und dass es einfach etwas ist, was man üben darf. Und jetzt wünschen wir dir einen wunderschönen Tag. Denke mal daran, das Strahlen in die Welt zu bringen, weil dein Strahlen diese Welt sicherlich noch zu einem noch schöneren Ort werden lässt. Bis ganz bald. Danke dir fürs Zuhören und Zuschauen. Tschüss.